Schellenberg, eine junge Mannschaft, haben wir heute gesehen, die hat 3:2 verloren. Sind die kleinen Löwen für so einen Auftritt ein bisschen zu unerfahren? Ich denke, wir haben mit Sicherheit in ein oder anderen Situationen unserem jungen Alter Tribut zahlen müssen. Wir sind zweimal eigentlich in Führung gegangen, mussten leider jetzt mal gleich den Ausgleich wieder hernehmen, haben dann kurz nach der Halbzeit das 3:2 kassiert. Aber ich denke, mit dem Ergebnis ist alles offen fürs Rückspiel und ich glaube, wir können uns da am Sonntag freuen auf eine interessante Begegnung. Wie kann man sich denn genau diese Gegentreffer erklären? 60 führt 1:0, 60 führt 2:1 und mittelbar danach gibt es den Gegenschlag. Ja, Elversberg hat mit Sicherheit eine sehr, sehr hohe Qualität innerhalb der Mannschaft und das haben sie halt in den Situationen gezeigt, dass sie da einfach gut sind. Was dürfen sich die Löwenfans denn jetzt fürs Rückspiel erwarten? Sie haben gerade gesagt, eigentlich ist noch alles offen. Ich denke, unsere Mannschaft wird leidenschaftlich kämpfen. Ich denke, man hat ja heute gesehen, vom Spielerischen her, dass wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft waren. Und wenn wir das auf dem Platz umsetzen können am Sonntag, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir das auch noch umbiegen werden. Was erwarten Sie sich denn von der Allianz Arena, sowohl von den Fans als auch von der Mannschaft? Ja, wir hoffen natürlich, dass unsere Fans die Mannschaft entsprechend unterstützen, dass sie eigentlich der Mannschaft das zugutekommen lassen, was sie sich diese Saison über verdient haben, nämlich eine absolut tolle Unterstützung für die gezeigten Leistungen. Es ist so, zwei Spiele entscheiden über den kompletten Saisonverlauf. Geht es nach oben, geht es nach unten. Wie plant man da einen Kader? Das stellt jetzt für uns vom Grundsatz her kein Problem dar, weil wir immer gesagt haben, wir werden unsere Etat nicht ändern, wir werden unsere ganze Philosophie nicht ändern. Wenn wir aufsteigen können, dann wäre das für uns eine ganz tolle Sache und dann werden wir das auch wahrnehmen. Und werden aber unabhängig davon die Planungen angehen, egal ob jetzt dritte oder vierte Liga, auch von der Kaderzusammensetzung. Kurzen Moment, dann machen wir schon.